Den Titel der Acht der Wege haben wir bewusst etwas kompliziert gewählt. Das hört sich erstmal etwas kryptisch an. Und die Acht der Wege enthält die Zahl 8. Die Zahl 8 ist die Glückszahl in China. Die Zahl 8 ist aber auch die Zahl, von der Duchamp sagt, dass sie, wenn man Dinge auf den Tisch legt, die die Zahl 8 haben, dass man die nicht mehr gleich als 8 identifizieren kann, sondern eine Vielzahl darstellt. Das heißt, mit der Zahl 8 beginnt die Vielzahl. Jetzt könnte man sagen, die Vielzahl der Wege. Das heißt, jetzt kommen wir langsam zur Lösung, nämlich, dass es wirklich um Vielzahl von Positionen geht, die heute in Peking die jüngere Generation beschäftigt. Also wir waren in mindestens 50 Künstlerateliers von Künstlerinnen und Künstlern und waren sehr offen. Wir hatten keine vorgefasstes Überlegung, welche Themen wir ansprechen wollten, sondern haben uns von den Arbeiten, die wir vorgefunden haben, beeindrucken lassen und haben danach, nach jedem Besuch, und wir haben die Künstler mindestens zweimal besucht, dann ausführlich diskutiert und sind dann zu einer, da hat sich die Ausstellung dann sozusagen von selbst ergeben. Also die Künstler, die wir hier in der Ausstellung sehen, die verorten sich in ganz unterschiedlicher Weise in Peking. Es gibt Künstler, die von Hause aus sich sehr gesellschaftspolitisch engagieren und aktiv befassen, es aber nicht unbedingt immer sehr provokativ anbringen, sondern das zwischen den Zeilen sozusagen den Besucher sehen lassen. Das heißt, es wird für uns manchmal, ist es nicht unbedingt eine Arbeit kritisch, für die Chinesen ist die ganz gut lesbar und dann wissen die ganz genau, dass da auch ein Unterton drin ist, der mit bestimmten gesellschaftlichen Zuständen kritisch zur Sache geht. Es gibt andere Künstler, die sich mit der eigenen Geschichte befassen,
auch nochmal, das sieht gar nicht, das sieht für uns harmlos aus, ist aber durch die Hereinnahme bestimmter Fakten schon wieder, kann ja auch wieder ein bisschen belastet sein. Aber Sie sehen hier, es wird versucht, bestimmte Dinge zu umschiffen oder beziehungsweise die künstlerische Qualität deutlich werden zu lassen in Kunst, die aber nicht ganz klar anklagend ist. Ja, es sind, die sind sich sehr bewusst, welche Probleme existieren, und die Zensur ist dazu da, umgangen zu werden.